Meine Damen und Herren, wir wollen heute noch mal hier in dem Podium, das aus verschiedenen Bereichen besetzt ist, ich stelle die Damen und Herren noch mal kurz vor, mit Ihrem Link zum DQR diskutieren. Herr Schoff hat ja schon einige Fragen aufgeworfen, die wir vielleicht auch aufgreifen wollen. Aber zuerst wollen wir erst mal uns vorstellen und sagen, wie wir mit dem DQR verbandelt sind. Ich darf als erstes Frau Leinweber vorstellen, vom Hause aus Politikwissenschaftlerin, ist aber dem Hochschulsektor schon sehr lange verbunden über diverse Tätigkeiten in Hochschulverwaltung, Studienberatung und auch der Akkreditierung. Zurzeit ist sie bei der Geschäftsstelle der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland, kurz Akkreditierungsrat, tätig und ist für diesen seit 2013 Mitglied im AKDQR. Herzlich willkommen, Frau Leinweber. Dankeschön. Zu meiner Rechten darf ich einen Namensvetter vorstellen. Wir sind nicht verwandt und verschwägert, wenn wir auch gleiche Schreibweise haben. Herrn Professor Ulrich Schmidt von der Hochschule Aalen. Er ist Ingenieur. Sie haben ihn gestern schon kennenlernen können mit einem Vortrag zu einem besonderen Studiengang, kurz vor Mekka. Er ist an seiner Hochschule schon immer in dem Bereich Weiterbildung tätig, hat berufsbegleitende Studiengänge geplant, umgesetzt, wie eben diesen besonderen Mechatronik kompakt durch Anerkennung für Techniker, den MECA, den er gestern vorgestellt hat. Und er ist Sprecher der AG Anrechnung der Hochschulen für angewandte Wissenschaft in Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Schmidt. Herzlich willkommen. Zu unserer Rechten darf ich begrüßen, als Vertreter sozusagen der Fachcommunity, Herrn Platzek, ist der Leiter der Staatlichen Technikerschule Berlin. Von Hause aus ist er Ingenieur, hat Elektrotechnik hier an der TU in Berlin studiert. Er kommt hier sozusagen mit einem zweifachen Hut, auch wenn er heute gar keinen trägt, einmal als Leiter der Fachschule und einmal als Generalsekretär des Ausrichters Verein der Techniker. Herzlich willkommen. Danke. Ganz außen links darf ich begrüßen Herrn Professor Bartosch. Herr Bartosch ist Professor für Pädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt. Er ist von Haus aus Diplompädagoge und Politikwissenschaftler. Er ist sozusagen mit dem DQR über viele Wege verbandelt. Er war von 2007 bis 2013 Mitglied des Teams der deutschen Bologna-Experten, des DAD. Er war viele Jahre, wenn ich es richtig sehe, von 2006 bis 2012 Vorsitzender des Fachbereiches Tages Soziale Arbeit. Dort hat er die Arbeitsgruppe geleitet, Qualifikationsrahmen für soziale Arbeit, einen Rahmen unterhalb des EQF geschaffen. Wir können nachher fragen, wie der dann zum DQR steht. Er hat für die HRK beraten für den Leitfaden Anerkennung. Auch das ist eine Frage, die vielleicht mit dem DQR zusammenhängen mag. Und er war Mitglied der AG Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse der KMK und HRK und ist somit auch bestens ausgewiesen. Herr Schopf hat sich selbst schon mal vorhin etwas vorgestellt. Also ich will hervorheben, dass er sowohl langjähriger Berater in den diversen Gremien auf Bund und Land und EU-Ebene ist, aber auch aktuell eben im europäischen Ausland, wir nehmen das Land Polen, und vielleicht da auch Entwicklungen aufzeichnen kann, wie Qualifikationsrahmen eben anderweitig gesehen werden, benutzt werden, definiert werden. Ich selbst bin auch Mitglied einer Arbeitsgruppe zum EQF DQR. Wir haben bei 4INC einen Fachqualifikationsrahmen für unsere vier Fächer schon 2008 geschaffen. Auch wir sind sehr interessiert an dem Thema, wie Sie sich vorstellen können. Und ich öffne nun die Diskussion mit Fragen. Herr Schopf hat uns ja so einige Dinge angezeigt. Es gibt Probleme, es gibt Lösungen, es gibt die Hidden Agenda, möchte ich mal so sagen. Also das, was man eigentlich wirklich will, war sehr nett beschrieben. Wie kommt man zu dem Ziel, weil man offiziell nicht hinkommen darf? Ich wollte jetzt erstmal den Herrn Platzek als sozusagen Community-Mitglied fragen, wie er mit dem DQR umgeht, denn in der beruflichen Bildung sind noch unheimlich viele Ausbildungsordnungen inputgetrieben und der DQR will eigentlich eine output-orientierte Darstellung, damit wir überhaupt Leistungspunkte und Kompetenzen und Module und vielleicht auch die Qualitätssicherung ähnlich handhaben können. Sehr gerne.
Wir haben in Berlin die besonders gute Situation, dass die Fachschulen, in dem Sinne die Technikerschulen, ihre curricularen Vorgaben in sehr enger Kooperation mit der Kultusverwaltung erarbeitet. Ich will sagen, wir haben schon vor längerer Zeit damit begonnen und auch sind damit auch fertig, outcome-orientierte Curricula zu erzeugen. Mhm. Die machen dann eine transparente Übersetzung in andere Systeme und DQR ist eines der wichtigsten Systeme dadurch möglich. Das hat auch zu einem Umdenken im Kollegium geführt, wie man sich vorstellen kann. Es war keine reine Umformulierung, sondern es war eine recht echte Umorientierung. Und bin in diesem Umfeld auch für ganz bestimmte Domänen, hat Herr Schopf gesagt, dabei, mit anderen Bundesländern entsprechende Lernsituationen auch für andere Berufsgruppen, die nicht Techniker sind, sondern eben auch in Ausbildungsberufen durchzudeklinieren, was ganz bestimmte, ich sage das bereits, Domänen angeht. Das ist, sage ich mal, an der Stelle ein wirklicher Input gewesen, auch ein Ruck, der durch die Community gegangen ist, um Outcome-Orientierung als das Ziel der eigentlichen, meiner eigenen Tätigkeit zu begreifen. Aber in Ihrer Domäne gibt es noch keinen Rahmen unterhalb des deutschen Qualifikationsrahmens. Ja, das ist richtig, aber es gibt ganz bestimmte, sage ich mal, Bereiche, vornehmlich im IT-Bereich. Es gab es ja schon große Ansätze an der Stelle und da fällt es dann auch besonders leicht, im Bereich der IT- und Netzwerktechnik konkret Dinge zu entwickeln, die dann auch als Handreichung für die Kolleginnen und Kollegen, speziell sag ich mal, in Bundesländern wie Baden-Württemberg und Bayern, dann eben auch ausgereicht werden. Herr Bartosch, die soziale Arbeit ist zwar keine technische Disziplin, besitzt aber schon seit vielen Jahren einen eigenen Qualifikationsrahmen. Wie würden Sie den jetzt einstellen zwischen EQF und DQR? Und vielleicht auch zu so einem Rahmen, der jetzt in dieser Domäne der Berufsbildung entsteht. Also der Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit führt zu der Fragestellung, die Herr Schopf schon aufgeworfen hat und die vorhin aus dem Publikum heraus angesprochen wurde, nämlich zum Hochschulrahmen. Also der Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse ist 2005 verabschiedet worden. Der war erstens mal eher fertig als der europäische Hochschulrahmen und er war natürlich erheblich eher fertig als der europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Die Fragestellung, die jetzt da im Raum ist, ist, welches Ordnungsinstrument steht über einem anderen? Die kann ich eigentlich nicht mittragen. Es gibt kein Über und Gegeneinander, sondern es gibt zunächst Versuche, in bestimmten Bereichen vergleichbare Abschlüsse und vergleichbare Qualifikationsprofile ins Verhältnis zu setzen. Die Hochschulen haben dies sehr früh getan, und zwar aus dem Wunsch heraus, die vorhandenen Abschlüsse in der europäischen Landschaft, weit über die Europäische Union hinaus, wie Sie wissen, Herr Schopf, die europäische Landschaft miteinander vergleichbar zu halten, damit die Mobilität von verschiedenen Studienorten aus in verschiedenen Studiengängen möglich wird. Die erste Dimension oder das erste Papier waren die Dublin Descriptors, die heute noch nicht erwähnt worden sind. Und die Dublin Descriptors waren so abstrakt, wie Sie gesagt haben, Herr Schopf, ganz oben im Universum und doch ein Rieseninstrument, weil es versucht hat, tatsächlich bisherige Hochschulabschlüsse, die von FH-Diplom bis Habilitation sonst was reichen, in diesem, in dieser vielfältigen Hochschulkulturlandschaft in eine Einheit zu setzen oder in eine Vergleichbarkeit zu setzen, um zum Beispiel mit einem Hochschulraum in Australien oder in Nordamerika konkurrenzfähig zu sein, damit man sich da noch einigermaßen auskennt. An diesem Projekt orientiert sich der deutsche Qualifikationsrahmen Hochschulabschlüsse und dem zugeordnet ist der Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit. Dass der DQR und der europäische Qualifikationsrahmen Lebenslanges Lernen die Stufen 6, 7 und 8 in Referenz auf den Hochschulrahmen gesetzt haben, ist eine politische oder auch strategische Entscheidung gewesen. Ein Problem, das wir haben, vielleicht kommen wir da noch drauf, ist, dass damit die inhaltliche und die qualitative Ebene 6, 7 und 8
vorwiegend über die hochschulische Qualifikation belehnt und von dort auch übernommen wurde. Das heißt, alle anderen, Sie haben ja sehr, sehr lustig erzählt, wie es so zugegangen ist, basarmäßig, alle anderen haben sich zunächst einmal entledigen können der Aufgabe, die wir getan haben, nämlich zu sagen, was heißt das eigentlich? Sondern die haben gesagt, das ist halt so, wie die sechs vom Hochschulbereich. Und damit haben wir unter den Gesichtspunkten, die wir momentan diskutieren, eine Schieflage, da kommen wir später noch drauf. Klare Antwort, der Qualifikationsrahmen soziale Arbeit bezieht sich auf 6, 7 und 8 im Hochschulrahmen, ist dort von dort auch her buchstabiert und besetzt damit als ein Teilsegment auch 6, 7 und 8 im DQR. Vielen Dank. Fräulein Weber, Herr Schopf sprach in seinem Ausgangsvortrag auch, wir hätten keine Qualitätssicherung in der Hochschullandschaft. Können Sie das so verorten? Ich muss dem natürlich widersprechen, institutionell. Ich weiß auch nicht, wie Herr Schopf zu diesem Eindruck gekommen ist. Wir sind in Deutschland im Hochschulbereich mit dem System der Akkreditierung aus meiner Sicht natürlich sehr gut aufgestellt. Ich kann kurz vielleicht noch mal einen Satz zu dem System sagen, für alle, die sich im Internet diese Sendung anschauen und es vielleicht nicht kennen. Wir haben den Akkreditierungsrat, für den ich arbeite, als nationale Behörde, auf die die Bundesländer sich verständigt haben. Der lässt Agenturen zu und überwacht diese in ihren Tätigkeiten, die wiederum selbst an Hochschulen fahren und sich mit Fachgutachterinnen, Studierenden und Berufspraxis Studiengänge vor Ort anschauen. Insofern muss ich auch ein wenig dem Eindruck widersprechen, die Studiengänge würden nur auf der Papierlage akkreditiert, weil es tatsächlich vor Ort Besuche gibt. Herr Schmidt nickt, er kennt das wahrscheinlich von beiden Seiten des Tisches. Genau. Und man sich vor Ort durch, ich gebe zu, einen Leitsordner von Unterlagen pro Studiengang bespricht und durchwühlt und sich das auch mit Studierenden und Lehrenden eben vor Ort ansieht. Ich wollte kurz noch mal zu der Frage von dem Herrn eben aus dem Publikum sagen, welcher Qualifikationsrahmen liegt der Akkreditierung zugrunde? Es ist vielleicht ein wenig verwirrend heute. Die Akkreditierung bezieht sich auf den Hochschulqualifikationsrahmen, weil der Hochschulqualifikationsrahmen immer noch, und da ist er eben nicht veraltet, immer noch die Niveaus anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen definiert. Und darauf legen wir im Hochschulbereich naturgemäß sehr viel Wert. Also die Stufen haben sich orientiert an denen, die der Hochschulqualifikationsrahmen vorgegeben hat, weil er in der Entstehung zuerst da war. Aber die Stufen für die berufliche Bildung beziehen sich natürlich auf bestimmtes berufliches Wissen in Breite und Tiefe, während wir in unserem Bereich mit wissenschaftlichen Fertigkeiten und einer Befähigung in wissenschaftlichen Fächern arbeiten. Und das möchten wir auch nicht aufgeben, darf ich, glaube ich, mal so pauschal sagen. Oder? Gibt es da Widerspruch? Nein, aber ich erlebe es in meinem Haus, dass ich tatsächlich zwei Handbücher mir hinlegen muss. Ich stehe hier oder sitze hier nämlich einerseits für meine Vollzeitstudiengänge, auch für dieses Modell MEKA, was Frau Schmidt vorhin schon erwähnt hat. Und dort fahren wir den HQR. Wir haben aber berufsbegleitende Studiengänge, die erstaunlicherweise von einer anderen Agentur akkreditiert worden sind. Und dort fahren wir den DQR. Da schlagen jetzt tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Gut, dann nehmen wir mal den Ball auf, die zwei Herzen in der Brust. Herr Schopf, ist es denkbar, dass wir, wenn wir in 5 oder 10 Jahren mit dem System ein bisschen umgegangen sind, tatsächlich einmal prüfen müssen, wenn jemand aus dem Bereich der beruflichen Bildung kommt? Wir beschreiben ihn ganz klassisch mit dem DQR, der vielleicht auch schon wieder ganz anders aussieht. Ja. Nehmen wir mal an, der HQR kriegt vielleicht eine Reform, aber bleibt weiterhin sozusagen das primäre Mittel, mit dem wir die Hochschullandschaft bewerten. Und dann haben wir vielleicht dann doch da eine Sollbruchstelle. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, dass das nicht passieren wird. Das war uns natürlich alles bekannt, dass es Qualifikationsrahmen für bestimmte Bereiche in Deutschland schon gibt. Einige waren ja auch noch in Arbeit, zum Beispiel Automotive-Sektor war auch schon relativ weit. IT-Sektor hatte schon auch international einiges koordiniert. Also es gab schon was in der Landschaft und natürlich
Der Hochschulqualifikationsrahmen 2005, wie Sie natürlich völlig richtig sagten, von der KMK beschlossen. Das ist ein KMK-Beschluss, war auch da und die Vorgabe, wenn man so will, wie die Hochschulabschlüsse dem europäischen bzw. dem deutschen Qualifikationsrahmen zugeordnet werden müssen, als gesetzte Zuordnung. Also das war uns alles bekannt. Die Philosophie war auch eindeutig, dass wir sagen, der deutsche Qualifikationsrahmen ist der nationale Qualifikationsrahmen. Es ist die Obermenge. Jetzt gibt es Hochschulqualifikationsrahmen, vielleicht gibt es künftig Berufsbildungsqualifikationsrahmen. Ich will mal das Beispiel von Polen benennen. Die haben das meines Erachtens richtig gemacht. Die haben einen nationalen Qualifikationsrahmen, der ist so ähnlich wie unser. Sehr stark an EQR orientiert. Dann haben sie auf der nächsten Stufe drei weitere Qualifikationsrahmen, nämlich für den Hochschulbereich, für den Berufsbildungsbereich und den Allgemeinbildungsbereich. Dann haben sie noch eine Stufe niedriger gemacht. Dann haben sie zum Beispiel für den Bereich Hochschule 15 Gruppen von Wissenschaftsdisziplinen gebildet und für diese wiederum Qualifikationsrahmen geschaffen. Und das Ganze haben sie in ein Gesetz gegossen, das heißt, das gilt. So, das heißt, die haben zunächst mal auf Gesetzesebene einen dreistufigen Qualifikationsrahmen und die konkrete Qualifikation, also der konkrete Studiengang, die konkrete Berufsausbildung, der konkrete allgemeinbildende Abschluss, das ist dann Stufe 4, das wird dann vor Ort gemacht. Der Rest ist bei denen gesetzt. Soweit sind wir hier bei uns noch nicht. Aber ich schätze mal, wir kommen soweit und wir haben uns natürlich bemüht, auch die Dublin- und Bergen-Deskriptoren mit zu berücksichtigen in der Formulierung des DQR. Und die Hochschulseite hat dann letztlich auch gesagt, ja, das System ist ein bisschen anders und die Worte sind zum Teil ein bisschen anders und bei personalen Kompetenzen sieht das deutlich anders aus. Aber ja, passt. Aber Stufe 2 wäre für mich, dass wir einen Hochschulqualifikationsrahmen hätten und dann in den anderen Bildungsbereichen jeweils nochmal, wie gesagt, Stufe 2, zur Not auch noch Stufe 3, ich weiß nicht, ob wir das hier brauchen, aber eben nicht nur die Galaxie und dann das Konkrete. Ja, ich denke aber, um diese Idee, die vielleicht für die Handhabbarkeit einiges für sich hat, müssten wir vielleicht ein bisschen unser Staatswesen ändern. Wir sind ein föderaler Staat, in dem die gewissen Teilgebiete ja, unterschiedlich aufgeteilt sind. Solange der Kultus- und überwiegende Wissenschaftsbereich und auch die berufliche Bildung so unterschiedlich aufgehängt sind, wie sie derzeit sind, weiß ich nicht, wie wir zu diesen Gebilden kommen sollen. Ja, also nur als Beispiel Berufsbildung. Berufsbildung gilt natürlich auch, Länder und so weiter. Aber da haben wir Rahmenvereinbarungen, da tun wir so, als ob wir ein zentralistisches Gebilde hätten. Naja. Die Hochschulen leisten sich mit ihren derzeitigen, ich weiß nicht, 10.000 verschiedenen Studiengängen da schon einen gewissen Luxus. Ob das auf Dauer so bleiben wird, weiß ich ja auch nicht. Aber selbst wenn, das macht nichts, wenn das dann einigermaßen über Qualitätssicherung, und das ist natürlich für Mutual Trust das Entscheidende, über Qualitätssicherung auch kompatibel gemacht wird, ja, dann ist das so. Naja, gut. Also ich habe da keine Probleme. Ja, die Hochschulen haben ja schon im europäischen Hochschulraum mit den ESGs, da kann vielleicht Frau Leinweber noch kurz drauf abheben, eine Plattform geschaffen, wie sie ihren Mutual Trust gegenüber fremden Akkreditierungen unter Beweis stellen. Frau Leinweber, würden Sie das kurz nochmal ausführen? Ich kann da gerne was zu sagen. Wir haben parallel zum Bologna-Prozess im europäischen Raum auch vielleicht ist Harmonisierung da ein bisschen zu weit gefasst, eine Annäherung im Qualitätssicherungsbereich. Wir haben europäische Standards im Hochschulraum, wie interne und externe Qualitätssicherung von Studiengängen aussehen. Wir haben einen europäischen Dachverband von Qualitätssicherungsagenturen und diese Systeme in allen Ländern, sodass wir da wirklich sehr eng kooperieren. Wir haben natürlich auch in der Hochschullandschaft in Europa eine Diversifizierung in den Ländern, weil natürlich auch die Hochschulsysteme historisch gewachsen und sich entwickelt haben und auch hier natürlich sehr unterschiedliche Blumen blühen. Wir haben aber mit den Niveaustufen von Bachelor und Master
schon mal eine gemeinsame Sprache gefunden, sage ich mal. Und ich glaube, Herr Schmidt kann vielleicht aus der Praxis oder Herr Bartisch aus der Praxis der Anerkennungsverfahren berichten. Hier haben wir, da hat Deutschland die sogenannte Lissabon-Konvention ratifiziert. Das heißt, eine Hochschulqualifikation ist anzuerkennen, insofern die Hochschule nicht wesentliche Unterschiede nachweist. Und die Hochschule ist da in der Begründungspflicht gegenüber dem Studierenden. Also wenn Sie jetzt im Ausland studieren würden und Sie kommen nach Hause, dann muss Ihnen die Hochschule nachweisen, dass da wesentliche Unterschiede in Ihrer Qualifikation, die Sie mitbringen, aus dem Ausland bestehen. So weit sind wir tatsächlich im Hochschulbereich. Dass es da natürlich in der Umsetzung noch Schwierigkeiten gibt, das will ich gar nicht bestreiten. Herr Platzek, wie ist es denn in dem beruflichen Bereich? Sind Sie schon sehr europäisch? In den Ausbildungsberufen ja. Die Berliner Auszubildende sind sehr umtriebig, fahren durch ganz Europa. Ob es, sag ich mal, nützt in der Mobilität dann im Erwerbsleben, bleibt abzuwarten. Die DQR-Diskussion hat aber uns aber für die Technikerinnen und Techniker einen ziemlichen Auftrieb gehabt, weil eben gerade Menschen ins europäische Ausland mit diesem Abschluss wollten und immer schon Übersetzungen nachgefragt haben, wie übersetzt man denn einen Techniker, eine Riesendiskussion. Möchte ich jetzt auch nicht neu anfangen, diese Diskussion. Und da ist es jetzt gelungen mit dem Addendum zum Zeugnis, was wir seit Januar ausgeben, sag ich mal, wirkliche Mobilität zu erreichen, weil eben, sag ich mal, ein vergleichbares Instrument dann vorliegt, was beim Arbeitgeber in Europa vorgelegt werden kann. Also das Cluster, also der erste Einsatzzweck, nicht die Hidden Agenda, nämlich tatsächlich die Mobilität zu fördern, finden Sie jetzt hierdurch gegeben oder Sie sehen das so anhand Ihren anekdotisch jetzt, bei den, sag ich mal, wenigen, die es gemacht haben, es sind ja nicht viele, sind vielleicht 5% ja, der Absolventinnen und Absolventen, aber die das gemacht haben, haben gesagt, das ist hilfreich und das bringt wirklich was. Ja. Gut, gehen wir vielleicht nochmal zur Hidden Agenda. Okay. Ja. Zu dem, was Herr Schopf eingangs sehr breit uns vermittelt hat, wie so Prozesse gesteuert werden können, weil man eigentlich das Ziel eigentlich gar nicht avisieren darf. Wenn wir jetzt fragen, wozu könnte denn der DQR noch dienen, also wozu er eigentlich dienen sollte, haben Sie sehr schön illustriert, das macht er wohl auch ganz, also damit kommen Sie zurecht und Ihre Absolventen, denke ich, ist unbestritten. Die Frage ist, er findet ja noch in anderen Dingen Eingang. Habe ich ein Recht auf Anerkennung, Herr Schmidt? Also auch da sind wir natürlich wieder nicht nur in Lissabon verortet, sondern da müssen wir in die einzelnen Hochschulgesetze der Länder gucken. Bei uns in Baden-Württemberg ist es so, dass die Hochschule, wie Frau Leinweber schon angesprochen hat, begründen muss, wieso sie nicht anerkennt. Wir haben andererseits natürlich zu kämpfen, dass theoretisch eine riesengroße, diverse Masse auf uns zuströmen kann, die jetzt von, keine Ahnung, Mediengestalter bis zu eine Anerkennung haben möchte. Wir lösen dieses Problem bei uns andersrum, indem wir sagen, okay, wir nehmen uns die konkreten Fälle bauen über diese Entscheidungen, die dann gefällt werden, eine Datenbank auf, die dann eine gewisse Transparenz und eine gewisse Zuverlässigkeit schafft. Wobei aber, was die Anerkennung und das Verwehren der Anerkennung angeht, ich finde den DQR sicherlich Fluch und Segen. Und gestern klang die Diskussion an von dem Kollegen Jäger von der Hans-Böckler-Stiftung auf eine Frage eines Diskutanten, was mache ich denn mit meinem Techniker, war so die verkürzte Antwort, na, über den Bachelor brauchen Sie nicht nachdenken, gehen Sie sofort auf den Master los. Da kriege ich als, sagen wir mal, Vertreter einer HAW, schon, also Hochschule für Angewandte Wissenschaft, schon ein bisschen Blutdruck. Ich habe hier auch rein zufällig einen Bericht aus unserer Wirtschaftszeitung der Region Aalen mitgebracht, wo die Handwerkskammer Ulm, zu deren Bezirk wir gehören, ein bisschen uns versucht zu stützen, nämlich beim Promotionsrecht gäbe es eine Zweiklassengesellschaft zwischen Universitäten und Hochschulen. Die Studierenden an den Hochschulen für angewandte Wissenschaft hätten bisher keine Möglichkeit, einen Doktortitel zu erlangen. Stimmt doch nicht. Stimmt nicht, genau. Es gibt lebende Beispiele. Wir haben an meiner Hochschule momentan 50 Doktoranden.
die immer in kooperativen Verfahren zur Promotion kommen. Die Handwerkskammer Ulm spricht sich für ein gleichwertiges und gerechtes Promotionsrecht aus. Und jetzt kommt der nächste Satz, lautet: Die Meisterabsolventen aus dem Handwerk brächten die optimale Mischung aus Praxiserfahrung und wissenschaftlichem Ehrgeiz an die Hochschulen. Hier wird dann für mich impliziert, mach den Meister und geh dann zur Promotion. Wenn wir darüber reden, dann sehe ich bei Gott den Untergang des Abendlandes. Dann brauchen wir uns über die Wertigkeit einer Medizinpromotion im Verhältnis zu einer dann schon nicht mehr unterhalten. Also ich glaube, es ist insbesondere von den, ich sage jetzt mal pauschal, Verbänden, wird den jungen Leuten mitunter so der Floh ins Ohr gesetzt: Ihr habt jetzt den Meister oder ihr habt den Techniker und ihr könnt ab sofort an jeder Hochschule die Tür mit dem Fuß aufmachen und nicht mehr mit der Hand und mit einem gewissen Erwartungshorizont da antanzen. Jetzt ist meine Wahrnehmung natürlich ein bisschen selektiv. Ich kann nur über die reden, die es bis zu meiner Tür geschafft haben. Aber dort sehe ich keine Gleichartigkeit zwischen Techniker und Bachelor. Herr Bartosch, danke, Herr Schmidt. Es gibt mehrere Bundesländer, die erproben, wie es ist, vom Techniker-Meister zu Master. Dazu gehört Hessen, Rheinland-Pfalz, als auch Schleswig-Holstein. Wir haben ja kurz gehört, dass in manchen Bereichen der Fachschulen, da war es jetzt eher medizinisch, ja, man die rausgenommen hat aus dem DQR. Die soziale Arbeit hat ja auch angrenzende Berufsausbildungen. Wie sehen die das für Ihren Bereich? Sehen Sie Lösungen, Zugangsberechtigungen? Also zunächst einmal sehe ich, dass eine Diskussion über den DQR wieder einmal letztendlich in die Fragestellung der Hochschulen mündet, was ich für vollkommen falsch halte. Der DQR ist kein Problem der Hochschulen. Nein. Und die Hochschulen sind auch kein Problem für den DQR. Das heißt, wir sind jetzt bei der Promotionsberechtigung angekommen. Wir sind jetzt bei der Promotionsfrage für Fachhochschulen, wir sind bei der Promotionsfrage für Meister, wir sind bei der Qualitätssicherung der Universitäten und Hochschulen in Europa. Das ist völlig absurd, Frau Schmidt. Wir reden über den DQR. Ich will nochmal drauf, warum das passiert, habe ich vorhin, das ist ein bisschen kompliziert. Das ist auch verdammt nochmal nicht nur so lustig, wie Sie es gesagt haben. Es ist nämlich im Lauf der Zeit eine ganz riesige Gemengelage entstanden über dieses Problem. Und jetzt wird immer so gesagt, mit ein, zwei Ordnungsschritten könnten wir das alles lösen, Föderalismus nebenbei abschaffen. Da bin ich ganz auf Ihrer Seite, ich halte auch noch was vom Grundgesetz. Herr Schopf hat einen völlig richtigen Punkt genannt. Die Ordnung, die Logik wäre ein Vergleichsinstrument, relativ neutral, mit dem Begriff lebenslangen Lernen. Wozu? Um verschiedene Lernerinnen und Lerner in eine Vergleichbarkeit und damit auch in eine Mobilität sowohl in einem nationalen als auch in einem internationalen System zu bringen. Wenn ich aber alles mit allem vergleichen will, dann muss ich natürlich den Abstraktionsgrad, das ist Ihr Universum oder Ihre Milchstraße, sehr, sehr hochheben. Aber das war ja ursprünglich auch nur die Idee dieser Qualifikationsvergleiche, Lernmöglichkeiten miteinander zu vergleichen. Die Hochschulen, und das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, das ist ja nicht so, wie Sie sagen, Herr Schopf, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und dann waren die aus dem Schneider. Das Entscheidende ist, wir müssen sehen, dass damit ein Bereich seine Vergleichbarkeiten intern geregelt hatte und daran auch weiterhin arbeitet, dass die Vergleichbarkeit möglich ist. Alles, was Sie im Hochschulrahmen, deswegen Herr Lakatos, legen Sie bloß den Hochschulrahmen nicht weg und auch Sie nicht, Herr Schmidt, weil nämlich der Hochschulrahmen eine Vereinbarung ist eines Bereichs, der weiß, mit allen Schwierigkeiten, der weiß, jetzt reden wir unter uns, nicht um die anderen auszuschließen, sondern um intern zu klären, was heißt das eigentlich Bachelor, Master und Promotion und nichts anderes, Bachelor, Master und Promotion, das heißt nicht, was bedeutet Promotion auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Null und nothing. Ein promovierter Taxifahrer, den können Sie einordnen, wo Sie wollen. Der bleibt aber im Hochschulrahmen auf 8. Eine Ministerin, die plötzlich keinen Doktortitel mehr hat, wo tun Sie die jetzt eigentlich hin?
möglicherweise im Hochschulrahmen auf 7. Aber Sie werden mir doch nicht erzählen, dass die ihre gesamten Kompetenzen verloren hat, nur weil sie den Titel nicht mehr hat. Also wird sie im DKR meines Erachtens selbstverständlich eine Position von 8 bedeuten. Nur weil sie jetzt kein Ordnungsmittel haben dafür. Aber jetzt kommen wir zu den informellen und nonformellen Kompetenzen. Da liegt jetzt der Hase im Pfeffer. Wenn wir diese Differenzierungen nicht behalten und solange die Berufsbildungsseite keine eigenen Qualifikationsrahmen schreibt, was wir ab 2005, 2006 folgende gefordert und gewünscht haben, weil dann wird die Vergleichbarkeit möglich, sondern solange die Berufsbildung einerseits sagt, bei uns ist alles gesetzlich geregelt, passt, die Qualitätssicherung wird da abgefeiert, da braucht da keiner reinschauen. Bei uns in jedem Qualitätssicherungsprozess sind alle beteiligt. Da sind Sie dabei, da sind die Studenten dabei, da ist die Ministeriumsseite dabei. Überlegen Sie mal, was das für ein Unterschied ist im Vergleich zu dem, was Sie machen. Und das alles auf der Basis von Hochschulautonomie, die wir ja nicht einfach wegkippen wollen, nur damit wir irgendwelche Ordnungen erfüllen können, sondern die wir brauchen als wesentliche Basis von Hochschule überhaupt. Also wenn wir eine solche Vergleichbarkeit haben wollen, wenn das Ding funktionieren soll, dann müssen gerade die einzelnen Bereiche sich in ihrer jeweiligen Qualifikation und Qualität definieren, um dann die Vergleichbarkeit herzustellen. Dann habe ich nichts dagegen, dass neben mir eine 7, eine 8 oder meinetwegen eine 100 sitzt, aber ich kann daraus nicht unbedingt und sofort irgendwelche Schlüsse auf die anderen Qualifikations- und Bereiche rüberziehen, was jetzt immer und immer wieder gemacht wird. Ende der Diskussion, jetzt nur an der Stelle. Ich will nur Folgendes sagen, was wir machen müssen mit dem DKR, da sind wir ja mittendrin, ist jetzt die Frage der nonformalen Bildung mit einzubeziehen. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Weil jetzt müssen Sie sich entscheiden, Herr Schopfen, Sie haben das Papier auch geschrieben für den Arbeitskreis, Sie müssen sich jetzt entscheiden, geht es darum, arbeitsmarktrelevante Qualifikationen einzuordnen oder geht es um Lernen, um Bildung, um was auch immer. Die Hochschulen haben von Anfang an gesagt, hochschulische Bildung ist nicht nur arbeitsmarktrelevant. Wir haben da andere Kriterien, zum Beispiel auch die Frage der Wissenschaftlichkeit, was immer das ist. Aber das wird in dem Bereich definiert. Sie haben ja gesagt, in Polen in verschiedenen Segmenten. Also wenn wir diese anderen Bereiche mit reinnehmen, dann wird der DKR plötzlich ganz anders. Dann ist nämlich die Frage nicht, kann ich damit tariflich und im Zugang zu irgendwas einen Punkt machen, sondern dann ist die Frage, ob diese Qualifikation, die ich bekomme, Anerkennung erfährt, einfach Anerkennung im gesellschaftlichen Raum und sichtbar gemacht wird, als etwas, was gleichwertig eingesetzt werden kann zu anderen Dingen. Und da müssen wir aber die Entscheidung treffen, geht es jetzt um Ordnung zu formalen Bildungsabschlüssen oder zu Qualifikations- und Bewährungsmöglichkeiten in einem Arbeitsmarkt. Das ist das Entscheidende. Halt, Sie müssen es behalten. Ihr Mikro geht sonst nicht. Damit wären wir wieder bei der Politik. Die Politik, entnehme ich Ihren Worten, hat den Prozess etwas entgleisen lassen. Oder wir sagen wie Herr Schopf, wir sind noch nicht so weit. Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte. Wenn es aber so ist, dass wir jeden Bereich transparent machen wollen, das wäre ein großes Ziel, damit er sich mal in sich besser definiert und versteht, weil ja, wie gesagt, wie sagten Sie, die Bäckerei-Fachverkäuferin mit dem IT-System, Elektriker und den Ausbildungen dort, doch nicht so viel gemein hat, vielleicht nur noch die Dauer. Und die Dauer sagt im DKR nichts Wesentliches aus, sondern es geht ja darum, was kann der Absolvent, die Absolventin? Dann müssen wir vielleicht wieder einen Auftrag an die Politik senden. Was will die Politik denn wirklich, wenn der DKR zwar auch übersetzen soll, vordergründig, hintergründig, aber vielleicht was anderes gewünscht war, wie wir aus dem Eingangsvortrag von Herrn Schopf entnehmen. Herr Schopf, was meinen Sie, was will die Politik? Also ich bin kein Politiker. Ne? Das weiß ich. Ich arbeite nur immer so im Grenzbereich zwischen Politik auf der einen Seite und Administration, Verwaltung, Gestaltung auf der anderen Seite. Ich kann nur insofern Mutmaßungen anstellen, was die Politik will. Und Politik ist ja ein scheues Reh und ändert die Meinung täglich. Das muss man dazu sehen. Das heißt also, wenn Sie Konstanz in Prozesse reinbringen, ist es schwierig, das mit politischen Dimensionen erfassen zu wollen.
Ich weiß auf Dauer nicht, wie die beiden Bereiche, um die es im Moment geht, sich entwickeln werden. Wir werden, und das ist im Moment nur als Trend erkennbar, ob wir zum Beispiel im Hochschulbereich auf Dauer noch die Trennung in Hochschulen und Fachhochschulen haben werden und Berufsakademien und was es dann noch alles gibt. Oder ob wir eher, auch hier wieder Beispiel Polen, zu einem System kommen, wo beide gleichen Status, gleichen Namen haben, aber die einen nennen sich akademische Hochschulen, das sind akademisch-wissenschaftlich geprägte Studiengänge eher, die anderen nennen sich Professional, also praktische Hochschulen. Die einen vergeben ECTS-Punkte, die anderen vergeben EQUET-Punkte. Gleiche Abschlüsse, sonst formal. Und ob wir in Deutschland dann in diese Richtung hinkommen. Im Bereich der Berufsbildung haben wir ja immer, oder tun wir so, als ob das ein monolithischer Block sei, mit Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz. Wenn wir im Detail gucken, gibt es noch viele versteckte Nischen, Gesundheitsberufe, Laufbahnordnung, Polizei, Armee, weiß der Himmel was. Da haben wir natürlich ein zusätzliches Problem, dass die Sozialpartner, die für den betrieblichen Teil der Ausbildung zuständig sind, ja behaupten, sie haben alles vom Feinsten geregelt, was zum Beispiel Qualitätssicherung angeht. Da habe ich auch meine dezenten Zweifel. Und soweit es um schulische Berufsbildung geht, sind wir zwar, finde ich, relativ weit, was Einführung von Qualitätssicherungssystemen angeht, aber die sind noch zu unterschiedlich. Alle haben was, aber alle haben was anderes. So, das heißt also, hier müssten wir noch uns weiterentwickeln und die Politik muss das wollen. In Deutschland können Sie leider feststellen, dass es am besten ist, wenn Sie nichts ändern. Also das geht. Also vor Wahlkämpfen war bei uns, also da wo ich arbeitete, war immer Friedhofsstarre. Also das war immer das schönste Jahr. Keiner wollte was. Jeder, der sich bewegte, hatte schon verloren. So, und das ist so unser Problem ein bisschen. Die Politik muss auch mal was wagen und das dann auch durchsetzen. Und die ganzen Eiereien, die wir ja gemacht haben mit dem DQR, waren im Kern politische Gründe. Ja, politisch. Weil keiner sagte so, das ist jetzt mal unser definiertes Ziel, das sind unsere definierten Wege, das ist unsere definierte Zeittafel und die gehen wir jetzt auch. Herr Schmidt wird schon ganz unruhig. Wir haben ja noch eine Wortmeldung aus dem Publikum dazu. Darf er noch mal kurz? Ja, und dann ich kann es so lange behalten. Gut. Ja, mir ist der Ruf nach der Politik an dieser Stelle eigentlich ein bisschen daneben. Was verlangen Sie denn eigentlich von Politikern, die auf einer Grundlage entscheiden, die eigentlich die Sozialpartner an der Stelle bringen müssten? Also ich glaube, wir überfordern die Politik, wenn wir denken, dass sie in Richtung DQR eine vernünftige Entscheidung trifft. Wenn die Sozialpartner an dem Beispiel der Bäckereifachverkäufer und des IT-lers nicht in der Lage sind, sich zu bewegen, dann kann doch die Politik keine vernünftige Entscheidung treffen. Folglich müssen wir Druck ausüben auf die Sozialpartner, da bin ich ganz bei dem Herrn Schupp, der das vorher an diesem Beispiel gesagt hat. Ansonsten können wir da keine vernünftige Entscheidung erwarten. Wobei jetzt, um meinem Vornamensvetter Bartosch dann schon ein bisschen beizustehen, DQR mit Sozialpartnern primär nicht direkt verknüpft ist. Im DQR werden halt Qualifikationen beschrieben. Da sind die Sozialpartner halt als Player mit am Tisch. Aber denen jetzt die Entscheidung zu überlassen, halt ich ein bisschen für das Ziel verfehlt. Aber mein Einwand vorhin war noch der, Herr Schopp, es stimmt schon, Frau Leinweber hat es auch schon angesprochen, die Hochschulen unterziehen sich einem relativ kostenintensiven Prozess der Akkreditierung, der Qualitätssicherung. Das erlebe ich, also das sind nicht nur die Kosten, die die Agentur dann bekommt, sondern es sind auch wahrscheinlich noch größere Kosten, die in der Vorbereitung drinstecken. Und wenn dann tatsächlich auch etwas geschieht, dann soll es ja recht sein. Dieses Instrument erlebe ich als Elternsprecher eines allgemeinbildenden Gymnasiums nicht.
Nun kann man in Bavü sagen, okay, da gibt es wenigstens ein Zentralabitur und dann gehen alle durch die gleichen Selektionsmechanismen. Ich habe es erlebt, es gab eine Evaluation dieser Schule, weil alle Schulen innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren evaluiert wurden. Da wurden halt auch alle Player mit interviewt, Eltern, Schüler, Lehrer. Dieses Instrument war aber mit zahnloser Tiger noch ziemlich großzügig beschrieben, weil im Vornherein klar war, da kommt eine Empfehlung raus und diese Empfehlung interessiert keinen. Wenn ich mir angucke, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, alle anderen Systeme, die in dem DQR eben, deren Abschlüsse im DQR oder wo auch immer verortet sind, haben dieses aufwendige Qualitätssicherungsinstrument nicht. Mir wäre an mancher Stelle geholfen, wenn ich wüsste, dass ein Techniker aus Erfurt die an wenigstens irgendeiner Stelle die gleiche Qualifikation hat wie ein Techniker aus Bayern. Und ich muss heute tatsächlich in die einzelnen Lehrpläne reingucken. Und das ist lästig. Gut, also es gibt natürlich Licht und Schatten und ich will Ihnen auch nicht richtig doll wehtun, aber wenn Sie sich mal Qualitätssicherung ansehen für die Berufe nach Berufsbildungsgesetz, ganz Deutschland einheitliche Prüfungsbedingungen, ganz Deutschland einheitliche Curricula, sowohl auf der schulischen Seite wie auf der betrieblichen Seite, zentrale Prüfung, unter einem Beruf immer dasselbe. Das müssen Sie mir mal bei Master zeigen, wo jede Hochschule ihren eigenen Master hat. Bei Wirtschaftswissenschaften gibt es ein bisschen mehr Absprache unter den Hochschulen, aber sonst alles solitäre Rohdiamanten oder wie immer Sie die nennen wollen, aber eben jedes Stück für sich, was den Bereich der schulischen Abschlüsse angeht, haben wir die Diskussion, würde ich jetzt mal sagen, so zu 50% vorangebracht über Standards. Bei Technikern gibt es Rahmenvereinbarungen, KMK-weite, die curricularen Vereinbarungen sind aber noch eher ein Torso. Ja. So, das ist ein Schritt, so, das muss jetzt weitergehen, das muss jetzt konkretisiert werden, da müssen Rahmen wirklich kommen und nicht nur auf einer Seite oder zwei. Im Allgemeinbildungsbereich gilt im Prinzip dasselbe. Wer hätte dann noch vor 10 Jahren gedacht, dass wir Prüfungsstandards für mittleren Bildungsabschluss kriegen? Abiturstandard, da brauchen wir vielleicht noch 1-2 Jahre, das ist durch. Und ich schätze, in 5 Jahren werden wir bundesweit zentrale Abiturprüfungen haben. Das ist ein Weg. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Aber hier in Berlin haben wir IQB, also Institut für Qualitätssicherung und Bildungswesen. Das ist ja deren Aufgabe, dass sie sowas entwickeln. Also im Moment haben sie weitgehend recht. Also das ist noch nicht so doll, was wir haben. Aber wir sind auf dem Weg. Das finde ich schon mal ganz hoffnungsvoll. Herr Bartosch. Können wir uns trotzdem darauf einigen, dass es unterschiedliche Bildungsbereiche gibt? Ja, klar. Und können wir uns darauf einigen, dass wir in diesem Land auch Hochschulen haben wollen? Und nicht nur Berufsausbildung. Und ich meine nicht nur, verstehen Sie, nicht nur, sondern nur einfach als Segment, nicht geringschätzig. Sie haben mit mir jemand, der diese Wege gegangen ist, nicht in der Berufsausbildung, aber ich habe mit Behinderten, haben wir uns mal gestritten vor langer Zeit, mit behinderten Jugendlichen berufliche Ausbildung gemacht. Ich habe an vielen Stellen handwerkliche und sonstige Tätigkeiten mitvollzogen oder mitbegleitet. Das ist überhaupt nicht das Thema, ich will über dich dahin kommen. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, ob diese verschiedenen Bereiche unterschiedliche Qualitäten für die Differenzierung eines Gemeinwesens, einer Republik, eines Europas oder sonst was haben. Und da bin ich schwer dafür. Das ist eine Differenzierungsfrage. Und wenn ich Differenzierung will, wenn ich sie will, dann brauche ich wiederum Vergleichbarkeit über Instrumentarien, weil sonst bin ich in alle möglichen Ecken verstreut. Aber ich brauche die Vergleichbarkeit auch nur, wenn ich Differenzierung will. Und wenn Sie Qualitätssicherung in den Hochschulen in einer Spur sehen mit dem, was Sie jetzt gerade für die Schulen gesagt haben, Herr Schopf, Sie waren doch selber an der Hochschule, Sie wissen doch, dass eine Hochschule ein autonomes Institut ist und zwar mit nicht nur grundgesetzlich und auch nicht nur, weil es schön ist, sondern weil es einen Sinn macht und eine Schule das genaue Gegenteil davon ist.
Eine Schule wird curricular bestimmt über entsprechende Gremien und dann übers Ministerium und dann können sie bis hin zum Zentralabitur, wenn es sein muss, ist das der Gipfel der Bildungspolitik in der Bundesrepublik, dass wir ein Zentralabitur haben. Und die berufliche Bildung hat wiederum ganz andere Harmonisierungs-, in sich selber Harmonisierungsbedürfnisse und Notwendigkeiten. Und der Arbeitsmarkt, der hat nochmal ganz andere. Der Arbeitsmarkt, und da werden wir uns dann in Zukunft noch heftig streiten, dem ist es nämlich eigentlich wurscht, was da überhaupt irgendjemand macht, sondern der fragt, kann ich dich jetzt brauchen und wie viel muss ich dir jetzt dafür zahlen? Und Herr Schopf, ich glaube nicht, dass Bildungspolitik in der Republik als auch in Europa sich ausschließlich nach diesem Kriterium richten können sollte. Dass wir uns alle darauf ausrichten, was zählst du jetzt gerade am Arbeitsmarkt? Ich komme nochmal zu meiner 7 und zu meiner 8. Die 7 und 8 und dass die 8 immer noch ausschließlich durch Promotion besetzt ist, ist absurd. Ist völlig absurd. Die 8 als Promotion ist für den hochschulischen Bereich und für alle Fächer, die eine Promotion geben, und da lasse ich mir jetzt auch gar nicht die Medizin gegen irgendjemand ein, das ist deren Angelegenheit und die anderen müssen wissen, ob es ihnen das wert ist, ob sie zum Zahnarzt mit Doktortitel wollen oder nicht. Ja, das ist der Arbeitsmarkt. Und die Wissenschaft muss wissen, ob sie dafür eine Promotion ausgibt oder nicht und manchmal nach vielen, vielen Jahrzehnten, Gott sei Dank geklagt, wird sowas sogar wieder zurückgenommen. Aber das sind völlig verschiedene Bereiche. Wir müssen überlegen, was bedeutet die 8 eigentlich auf dem Arbeitsmarkt? Was kann eigentlich so eine Person, die da ganz oben steht, die einen Staat lenkt oder ein Ministerium oder eine Schule oder sonst irgendwas? Das kann ja nicht von der Promotion abhängen. Das gibt es ja nicht. Völlig unmöglich. Oder wir reden nur vom Lernen und das akademische Lernen, das hochschulische Lernen ist die Spitze allen Lernens. Zwischen den Dingen müssen wir uns mal entscheiden. Ich bin, was die hochschulischen Qualifikationen betrifft, dafür, dass die Promotion in dem Fall ganz gut als Spitze positioniert ist. Es gäbe ja auch noch Habilitation und was immer sie machen könnten, aber das ist okay. Aber dies dann einfach zu übertragen in einen DQR und dann hier auch noch mit der Frage der gewerkschaftlichen und Arbeitgeberdiskussion zu verbinden, ist völlig absurd. Gibt keinen Sinn. Denken Sie bitte nochmal an den promovierten Taxifahrer. Hat auf 8 nur eine Position, wenn man sein Ökonomiestudium oder sonst was anschaut. Nicht aber fürs Taxifahren. Und dabei habe ich auch wiederum keine Geringschätzung gegenüber Taxifahrern. Wir müssen uns überlegen, was wir mit diesem DQR wollen. Und Sie haben selber, wir haben es vorhin auch kurz angesprochen, Sie haben selber gesagt, wir müssen über die informellen, aber vor allen Dingen über den nonformalen Bildungsabschluss hier reden, wie die jetzt eingestuft werden, weil da kommt es zum Schwur. Da müssen wir uns entscheiden. Wollen wir sie, wie jetzt von Jugendverbänden und anderen gesagt wird, schlichtweg als Auszeichnung für mein eigenes Qualifikationsprofil sehen? Oder wollen wir sie bewerten als bestimmte Zugänge zu anderen beruflichen, verdienstlichen und sonstigen Möglichkeiten? Da ist die Frage momentan. Danke. Herr Platzek, Sie sind so ruhig und trotzdem wackeln Sie im Umfeld. Ja, weil ich bin ruhig, weil ich natürlich die Frage sich mir stellt, Politik wurde aufgerufen, man muss vielleicht auch mal wirklich die Betroffenen fragen. Also fragen Sie doch mal die Techniker und Techniker, fragen Sie doch mal die Leute, die im Beruf stehen, was sie von diesem Thema halten und wozu es benutzt wird. Ich finde die Diskussion sehr spannend, nämlich ich finde, kann das auch nachvollziehen, zu sagen, wir müssen uns entscheiden, wollen wir was für den Arbeitsmarktorientiertes tun oder wollen wir was für die persönliche Qualifikation in Form von Lernerfolg tun. Dass es beides immer vermengt wird, zeigt doch, sag ich mal, wo die Spannung ist und wozu, sag ich mal, die Menschen das auch benutzen wollen. Und dazu muss man sich fragen, ist das sozusagen ein hehres Instrument, wo ich irgendwie eine Niveaustufe von mir das erreicht habe? Und nehmen wir mal an die 8, ich habe promoviert, toll, ja, kann damit aber nichts anfangen. Dann kann ich mir dieses Diplom an die Wand hängen, genauso wie meine Promotionsurkunde an der Wand hängt und dem nützt mir nichts. Dann kann man das gerne so tun. Aber sie wird ja möglicherweise auch irgendwo vorgelegt, eine solche Urkunde oder eine solche, sag ich mal, Lernerfolgssiegel, wenn man jetzt mal so sieht. Und dann führt es eben doch zu einer Einstellung oder zu einer entsprechenden Entlohnung. Und an der Stelle würde ich sagen, der Prozess muss an der Stelle auch weitergehen. Und ich finde es äußerst spannend, dass man im Bereich der, Sie sagten, zweite Stufe, diese, sag ich mal, Stufen durchdeklinieren soll und auch muss. Und das muss man in meinen Augen jetzt politisch auch einfordern, zu sagen, was Berufe angeht, das muss durchdekliniert werden, genauso wie das bei Technikern durchdekliniert werden muss, wie es bei Fachschulen durchdekliniert werden muss.
Und da bin ich gerne bereit mitzutun. Genauso wie wir uns, sage ich mal, auch als Verband hier oder als Verein in die Diskussion mit dem DQR auch mit eingemischt haben und natürlich da auch ordentlich auf den Putz gehauen haben. Ja. Herr Bartosch. Ich bin völlig dabei und ich würde dann nochmal unterstreichen, was Herr Schock vorhin gesagt hat, das müsste dann eben auch für die Allgemeinbildung so laufen. Weil nur dann können wir überlegen, wo diese Dinge zueinander passen. Und wissen Sie, auch der Hochschulqualifikationsrahmen muss überarbeitet werden, ist zumindest meine persönliche und fachliche Meinung, weil nämlich die stille Übereinkunft von Anfang an, dass wir jetzt über Hochschulqualifikationen reden, dummerweise die Hochschulen auch davon entledigt hat, zu überlegen, was ist eigentlich der Kern ihrer Qualifikation? Was ist das Hochschulische in sich, in besonderer Weise, nicht nur im Sinne, ich habe jetzt die nächste Stufe erreicht, sondern was heißt das jetzt eigentlich? Was heißt akademische Qualifikation auf dem Niveau? Da haben die Hochschulen nur nach innen hin im Selbstverständnis, na klar, ich weiß schon, was ihr Master ist, ist alles, brauchen wir nicht mehr drüber reden, was das ist. Aber wenn jetzt der Techniker daneben sitzt oder der Meister, dann reicht es eben nicht mehr aus, wenn wir zwei sagen, wir wissen, was der Master ist, sondern wir müssen sagen, was der Master ist und was der Meister nicht ist. Und zwar nicht nur im Sinne von Abgrenzung, du darfst nicht rein, das macht doch keiner mehr von uns. Wir sind doch alle in diesem offenen Hochschulprogramm drin, sondern in der Verantwortung, dass diese verschiedenen Bildungsbereiche miteinander und nicht gegeneinander spielen müssen. Das ist doch das Entscheidende. Deswegen muss der Hochschulqualifikationsrahmen auch, meine Position, neu dekliniert werden, weil er sich darum gedrückt hat, in Anführungszeichen zu sagen, was heißt eigentlich hochschulische Bildung? Was ist es eigentlich in dem Fall im technischen Feld jetzt der Ingenieur im Vergleich zu dem Techniker? Was macht das eigentlich aus? Und letzter Satz, da haben meines Erachtens, und da können wir wiederum lernen, haben die beruflichen Seiten erhebliche Vorteile, weil sie nämlich sich aus der Befähigung im Arbeitsmarkt definieren können, was es bedeutet. Ganz kurz noch, Frau Leinweber. Ich glaube, ein Teil der Schwierigkeiten rührt auch daher, dass sich der DQR schneller als die Mütter und Väter sich das vielleicht vorgestellt haben, wegentwickelt hat von dem Transparenzdokument und von der Kartierung. Also die Leistung liegt ja ein bisschen auch in der Kartierung der deutschen Bildungslandschaft, in den Zuordnungen, in der Gesamterfassung. Was haben wir im beruflichen Bereich eigentlich da draußen an Qualifikationen? Sie sprachen schon von Tarifabschlüssen, Sie sprachen von individuellen Berechtigungen letztlich. Das wirft sofort die Frage auf, wie komme ich als Techniker im Nachhinein zu meiner DQR-Stufe, und diesen Weg gibt es nicht. Bei den informellen Kompetenzen, es ist überhaupt noch gar nicht angedacht, dass es irgendeine Behörde gibt, die informelle Kompetenzen mit einer Stufe versieht. Also wir stehen da wirklich noch ganz am Anfang dieses Prozesses, der auch deswegen so komplex wird, weil dieses Dokument aufgeladen worden ist in den letzten Jahren. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal dafür plädieren, das nicht allein der Politik zu überlassen, sondern diese Diskussion in den Fächern, ich glaube, in der beruflichen Bildung heißt es Domänen, also vor Ort miteinander ins Gespräch zu kommen, was heißt eigentlich in der Technik, was kann der Meister, was kann der Bachelor und was kann der Bachelor nicht, was der Meister kann. Was muss vor Ort passieren, wenn Sie es der Politik überlassen, glaube ich, werden Sie unzufrieden sein. Das ist ein schönes Schlusswort. Daraus entnehme ich mal aus unserer interessanten Diskussion, für die ich allen Teilnehmern sehr danke, den Auftrag an die hier vertretenen Vertreter in ihren Bereichen, die Sache voranzubringen und vielleicht miteinander im Gespräch zu bleiben, damit wir eben, natürlich senden wir einen Auftrag auch an die Politik aus, aber vielleicht bewaffnet, damit wir nicht irgendwelchen Wahlkämpfen der Starre, der Wählbarkeit in 4 Jahren oder 5 Jahren zum Opfer fallen, denn Bildung und Hochschulbildung sind langwierige Sachen. Und wenn wir das dann noch fürs Gemeinwesen, sagen wir mal, arbeitsmarktlich verwertbar darstellen können, dann wäre das eine gute Leistung. Herzlichen Dank.